Es ist wieder Unboxing-Zeit mit Here to Slay im Vertrieb von Asmodee. Hallo, hier ist die Hausi, ist Tanja, Thorsten und Familie Enterich. Ja, wir haben wieder ein kleines, feines, schnelles Unboxing hier für euch und wir wollen natürlich direkt mal die Folie abmachen. Ist ein Spiel, da freuen wir uns auch drauf. Ja, also zumindest habe ich schon das ein oder andere von gehört in der englischen Ausgabe. Und auch ich persönlich, was ich so auf der Rückseite sehe, gefällt mir zumindest mal das Artwork der Karten sehr. Hat was Niedliches an sich, aber mal gucken, was es wirklich bietet. Ja, ich finde den Karton schön, mal schwarz mit ein bisschen Farbe. Und finde ich sehr edel, muss ich sagen. Ja, wir werden jetzt einmal Perspektivenwechsel machen und dann schauen wir mal von oben in den Karton. Ist hier nochmal der Karton. Ja, 2 bis 6 Spieler, 30 bis 60 Minuten ab 10 Jahre. So sieht der Karton von hinten aus. Und ja, dann mache ich mal auf und du darfst schon mal reinglümpern. Ja, dann schauen wir mal. Fangen wir mit der Spielanleitung natürlich an. Wir haben eine Spielanleitung. Mhm. Oh, lustigerweise auf links gebunden, so wie die... Ach nee, das ist ein Faltblatt. Aha, okay. Okay. Hm. Oh. Auch mal interessant. Also wir haben eine Doppelseite, 30x30 könnte das sein. Ein bisschen größer. Mhm. Scheint uns auf jeden Fall gefallen zu können. Es gibt verschiedene Charakterklassen, wie wir sehen. Mhm. Angelehnt an das klassische Fantasy-Setting scheinbar. Ja, überschaubare Größe, was die Anleitung angeht. Ja, ist schnell zu lernen. Ja, hier haben wir zwei schöne Würfel. Gefallen mir schon, optisch. Sehr schön, ja. Die großen, weiß ich soweit, das sind die Anführerkarten. Mhm. Oh, da waren auch einige Karten drin. Ja, sehen sehr interessant aus. Also das Artwork finde ich echt interessant, ne? So diese freundliche Farben und auch die Gestaltung sieht alles so ein bisschen asiatisch aus. Finde ich. Die Augen gucken aber alle böse. Aber ja, ich finde es gut. Alles hat Kämpferaugen, ne? Siehst Riesiger Rex. Ja, die haben alle Kämpferaugen, okay. Sehen ja lustig aus. Ja, da bin ich mal echt drauf gespannt. Die Rückseite für euch. Hier darfst du die nächsten Karten, ich habe sie schon auf, fast auf. Darfst du da schon einmal durchgucken? Ein dicker Stapel. Was sieht man denn da Schönes? Bären auf jeden Fall. Der Nunchaku-Panda. Aha, Sirius, nicht Black, sondern Sirius Grey. Also es scheint auch eine gewisse Art von Humor dahinter zu stecken. Hier haben wir einen Streuner, der Waldläufer ist. Also wer Herr der Ringe kennt, der weiß vielleicht mit dem Namen Streuner was anzufangen. Flinke Pfote, Robin Hood. Ja, doch, da ist eine gewisse Art von Humor zu erkennen. Ne? Tja, lustig. Tollpatsch. Diebisches Fellknäuel. Ach komm, also ich finde das echt süß. Da bin ich echt drauf gespannt, wie sich das spielen lässt. Ist das da so ein Pony, ein Einhorn-Pony? Ja. Von früher kenne ich die. Ja, das ist ein, ja, mein Einhörner, der Verlag ist ja Unstable Unicorns, ne? Also ein gewisser Bezug zu irgendwelchen Einhörnern darf ja, glaube ich, dann auch nicht fehlen. Jetzt gibt es ja sogar noch Zauberkarten hinten dran. Mhm. Schön. Ja, ich habe ja schon hier die nächsten Karten aufgemacht. Besonders rostige Münzen haben wir hier. Köder, Waldläufermaske, Diebmaske, Fluch der Schlangenauge, Schlüssel der Versiegelung. Okay. Modifikator. Mehrmals in der Richtung, ganz verschiedene. Okay. Herausforderung. Da, das sind die Spielerhilfen, denke ich mal. Spielzug. Ja, für jeden Spieler eine. Genau, hier haben wir die Rückseite nochmal. Siegbedingungen, Klassen. Das finde ich ja auch immer gut. So sehen die Karten von hinten aus. Aber diese Hilfskarten, also das mag ich immer, wenn ich das beim Spiel habe und immer wieder gucken kann. Passt auch alles schön rein. Und ja,
Wir Halt sind die gespannt. Anleitung. Ach, ja. Wir sind gespannt, wie sich das spielt. Und wir werden natürlich davon berichten. Bis dahin sagen wir Tschüss, die Hausis, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss.